hier unterschiedliche Ergebnisse. Deswegen kann das so leider nicht klappen. Und deswegen muss ich die Form-Load-Routine ergänzen um die Position meines Formulars. Das heißt, me left toString, und das klappt jetzt auch nicht mehr, toString, me left plus button 2 left und me top plus button 2 top. String und da auch ein C-String drum. So, jetzt fragen wir also nach grundsätzlich immer noch nach dem Button 2 Top und Left, aber wir sagen, die Zahl, die du uns anzeigen sollst, die sollst du ergänzen um meine Formularwerte. Starten wir die Anwendung, klicken wir auf den Button 1. So, und sehen wir immer noch das Problem, das nicht stimmen kann, denn hier meine Koordinaten für meinen Button stimmen immer noch nicht. Was ist diesmal schief gelaufen? Wir sind schon recht nah dran, aber es ist immer noch nicht das richtige Ergebnis. Und zwar, das Formload wird ausgeführt und hier die Koordinaten werden reingeschrieben. Danach verschiebe ich aber dieses Formular auf meinem Monitor und die Koordinaten werden nicht angepasst. Denn, ich sage jetzt mal, da wo das Formular auf meinem Monitor gestartet ist, da hatte es die richtigen Koordinaten. Aber in dem Moment, wo ich es hier in den Aufnahmebereich ziehe, kriegt der Button 2 natürlich andere Top- und Left-Koordinaten. Aber die werden leider nicht mehr angepasst. Das heißt, wir müssen darauf reagieren, indem wir ein Form 1 Move-Ereignis noch einbauen. Form 1 Move, und vom Prinzip her kommt da genau das gleiche rein wie beim Load-Ereignis. Und wenn wir wüssten, dass wir unser Formular immer bewegen, dann könnten wir das Load-Ereignis auch weglassen. So, ich starte es nochmal und jetzt sollten wir langsam mal adäquate Ergebnisse bekommen. So, ich bewege das Ganze jetzt ein bisschen und Sie sehen, dass sich die Koordinaten von meinem Button 2 auch entsprechend anpassen. Das heißt, ich fahre nach oben, dann ändert sich die Y-Achse. Und ich fahre jetzt nach links, dann ändert sich nur noch die X-Achse. Gut. Jetzt können wir auch mal schauen, ob das übereinstimmt mit unseren Koordinaten hier oben. Ich fahre jetzt hier wieder top left. So, dann habe ich jetzt hier top left, wird mir gesagt, von meiner Anwendung wäre 1788, aber meine Maus befindet sich zurzeit auf 1794. Da haben wir also einen Unterschied von 6 TWIPS, sage ich jetzt mal. TWIPS ist die Einheit, mit der, sage ich jetzt mal, Visual Basic oder die Windows-Anwendungen ihre Größenangaben berechnen. Und das kommt natürlich zustande aufgrund des Rahmens, der hier drin ist. Ja, das Form wird quasi nur als der graue Bereich angesehen. Das kann ich daran sehen, wenn ich nämlich hier oben in meinem Fensterrahmen drin bin, dann kriege ich keine neuen Daten. Ja, und damit habe ich schon das Formular streng genommen verlassen und kriege deswegen keine verlässlichen Daten mehr. Und genau das gleiche gilt eben auch hier beim Rahmen. Das müssen wir also für später nochmal mit einpreisen, dass wir also unsere Daten dahingehend nochmal leicht anpassen. Kommen wir jetzt mal langsam zu unserer eigentlichen Routine. So, ich klicke auf den Button 1 immer noch. Und wenn ich da drauf klicke, habe ich hier meine Ausgangskoordinaten und meine Zielkoordinaten. So, ich weiß jetzt, wo ich bin. 17:04, und ich weiß, wo ich hin muss. 1794. Das gleiche mit der Y-Achse. Ich bin auf 275 gewesen und muss nach 438. So, jetzt mit dem Wissen von diesen Koordinaten kann ich natürlich die Button 1 Routine anweisen, entsprechend dorthin zu wandern.
So, das machen wir mit einer do-while-Schleife. Also do-while cint label 1.text kleiner gleich me left plus button 2 left. Loop. Oh, da ist die Schleife geschlossen. Das nehmen wir weg, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Wobei wir das nicht brauchen, die Klammer. So, solange Label 1 Text, das heißt hier dieser Text, solange dieser Text kleiner ist als der Wert von Button 2 Left, auf Deutsch gesagt, solange der Mauszeiger links von meinem Button ist, neue Zeile, soll Label 1 Punkt Text gleich cint Label 1.text plus 1 und das wieder in ein C-String umwandeln. Das heißt, wir erhöhen den Wert von Label 1. So, das alleine bringt natürlich noch gar nichts. Jetzt müssen wir natürlich auch den Cursor dahin schicken. Das heißt, cursor.position gleich new point und jetzt Label 1.text für die x-Koordinate und Label 2.text für die y-Koordinate. Und da die Texte eben Strings beinhalten, aber die Cursor Position mit Texten nichts anfangen kann, müssen wir das in ein cint umwandeln. Int, dass sie damit nichts anfangen kann. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt, sage ich jetzt mal, unbedingt wusste. Leider kann ich es nicht so richtig zeigen. Die Software fängt es nicht ein. Ich öffne das nochmal. So, hier steht bei mir jetzt cint object as expression as integer oder als integer. Daher weiß ich, dass ich das noch umwandeln muss. Daher weiß ich eben, was die Cursor Position für Werte verlangt. So, damit wir das auch sehen, dass das funktioniert. Normalerweise würde das natürlich höllisch schnell sein, je nachdem welchen Rechner wir haben, setze ich mit jeder Do-Loop-Schleife ein Mi-Refresh. Das heißt, ich zwinge Windows bzw. mein Visual Basic dazu, mir das auch richtig anzuzeigen. So, danach wird geloopt. So, und das machen wir jetzt so lange, bis der Cursor, wir haben jetzt zurzeit nur die X-Achse, auf der richtigen Position ist. Klicken wir mal drauf. Zack. Jetzt fährt er dahin. So, man kann es schon ungefähr sehen. Gut, der Mauszeiger verschwindet, wenn ich die Zoom-Taste drücke. Aber wir sehen unter anderem x gleich 1709. Und das ist ziemlich nah dran an den Werten, die wir hier auch bekommen wollten. So, aber wie ich schon sagte, nur ziemlich nah dran. Denn wenn wir den Mauszeiger nochmal ganz genau beobachten, er wandert allenfalls bis an den Rand dieser Linie. Wir sind ja bis jetzt nur auf der X-Achse. Ja, er wandert bis an den Rand. Und wenn ich jetzt wiederum sehe, die Zahlen von wegen, da wo mein Cursor ist, der ist auf der 1758 und Button 2.left ist auf der 1757, so sehe ich, dass mein Cursor quasi um einen Punkt oder um einen Twips innerhalb des Buttons ist. Das ist natürlich sehr knapp berechnet. Das könnten wir noch ein bisschen feiner gestalten, indem wir sagen, dass der zwar hier an dem Button 2 Left quasi dran soll, aber wir hauen da noch was zu, indem wir schreiben Button 2.width, das heißt die Weite von Button 2 geteilt durch 2.